Ich erwarte eine große, geheimnisvolle Welt voller Gefahren. Entschraudert spielen wir. Über das Flüstern der Flamme. Backe und Bandage. Oh, nochmal Bandagen. Wir sind schon ungefähr, ich glaube, 8-mal oder 7-mal gestorben. So, wir probieren es nochmals. Nochmal Fackel und Bandage. Willst du, erwachst du an deinem zuletzt besuchten Leuchtfeuer wieder zum Leben? Wir gehen dieses Mal jetzt gleich mal runter und bauen dieses Zeugs auf. Oder vielleicht schauen wir doch mal kurz hier rein. Ich bin jetzt noch überhaupt nicht weit gekommen bei diesem Spiel. Sozusagen um eine Kurve rum und dann war schon Ende.
rohes Fleisch. Das haben wir das letzte Mal gegessen. Und dann haben wir eine Vergiftung gekriegt. Vielleicht sollten wir mal so eine Bandage in die Nähe bringen. Okay, das war keine schlechte Idee. Hier wäre ein Feuer. Interagiere mit Lagerfeuern, um Essen zu kochen, oder setze dich mit in die Nähe, um ausgeruht zu werden. Platziere Nahrung in deiner Aktionsleiste, wähle sie aus und drücke RB, um sie zu kochen. Das geht relativ schnell, das ganze Kochen. Das ist ja auch schon mal schön. Die Musik hat was von Riesenreisen. Da war das auch so. Wasser ist eine hervorragende Vitalitätsquelle. Okay. Wow, okay. Zehn Wasser, das müsste ich zuerst mal reihen. Was war denn das hier? Was ist das? Ein Tierfell? Oh, ein Heiltrank. Okay, wir gehen jetzt mal rüber und probieren nochmal diesen Platz zu beanspruchen hier. Wir brauchen 5 Steine für das. Was sind das für Viecher hier? Wir brauchen noch ein Steinchen. Flammenaltar. Hey, du bist nicht allein, es gibt noch andere Überlebende. Ja, ja, da sind wir vorhin unzählige Male schon gestorben. Das ist dieser Schmied oder was?
Finde den schlafenden Überlebenden. Dann schauen wir hier noch ein bisschen rauf mal. Da wandelt noch einer hier. Ich dachte, die können nur im Miasma wandeln. Da kommt der raus. Wir schleichen uns mal an dieses Hasenviech oder was das ist. Das ist schon vom Bauen irgendwas hier. Gleiter. Garn und Äste brauchen wir. Yo, gib ihm! Holzscheite, das sind keine Äste. Hier, ach, von den Sträuchern. Okay. Wow, ey, hey, komm. Okay, können wir jetzt eine Kiste bauen oder nicht? Da müssen wir hier hin. Garn. Da müssen wir zuerst Garn herstellen. Drei Garn, wir stellen alles her und dann gehen wir hier hin und
Daura. Winzige Truhe. Okay, hier hauen wir jetzt mal die Fackel dahin. Oh, eine Glühbirnchenlampe. Och, hier geht's noch runter. Oh, Opa ist schon hier. Okay, jetzt wieder mal rauf hier. Wir haben es überlebt. Aber Holz gibt es hier keines. Gut, soweit bin ich noch nicht gekommen, noch nie gekommen. Das letzte Mal sind wir da den Abhang da heruntergefallen. Ein Bett wäre schön. Oh, wir können tatsächlich jetzt eine Wand bauen, hey? Johe, wir haben ein primitives Holzbett hergestellt. Endlich ein Bettchen. Das ist doch mal toll. Hier hin. Schlafen. Gut, ich denke, das ist für das erste Mal okay. Ein kleines Zuhause. Hier oben brauchen wir noch mehr Äste und Zeugs. Aber ich denke, wir haben ein Bett
ein kleines Dach und das reicht hier schmal und dann gehen wir mal auf ein kleines Abenteuer.